Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Elden Ring. In der letzten Folge haben wir weiter an der Rani-Quest gearbeitet. Und ja, jetzt wissen wir zumindest, dass wir, also hier von Blade, wissen wir, dass wir zu einem Fest sollen. Und das Fest befindet sich hier drüben irgendwo, im Süden, Osten. Also es muss südöstlich sein, es muss ja hier denn sein, in dem Gebiet. Ich teleportiere mich jetzt einfach mal hier hin, zu den Katakomben. Und dann versuchen wir von da mal weiterzukommen. Ja. Südosten muss ja da ganz unten rechts sein, woanders Osten gibt es ja nichts in Khalid. Also, ja, das war eine ziemlich gute Beschreibung das erste Mal für Elden Ring. Ansonsten finde ich, sind die Beschreibungen immer sehr dürftig. So, Katakomben müssen wir nicht machen, die haben wir ja schon gemacht. Müssen eigentlich nur hier raus. So, holen wir mal unser Pferdchen, wenn wir draußen sind. Und jetzt müssen wir hier irgendwie gesund und heil durchkommen, ohne zu sterben. Das ist das, was am schwierigsten sein wird. So, wir müssen hier hin. Das heißt, ich muss mir auf jeden Fall einen Wegpunkt setzen. Da müssen wir hinkommen. Und das ist hier oben anscheinend. Das heißt, die anderen Wegpunkte mache ich mal weg, damit ich nicht wieder wer durch die Gegend laufe. So, wir haben nur einen Wegpunkt und der geht nach da. Ja, gut, dann lass uns mal nach da reiten. Wir müssen nur aufpassen, weil hier sind wirklich viele Vögel und Gegner, die hier rumlaufen. So, die jetzt kommen. Dass wir einfach hier durch können, ohne dass wir hier so viele Gegner machen müssen. Das scheint ja das hier zu sein. Hier ist auf jeden Fall ein Spot, den nehmen wir gleich mit. Und man sieht, sterben da hinten ganz viele Tiere. Wieso bekomme ich die Punkte nicht, wenn die alle sterben? Achso, das sind einfach nur Solkämpfe, okay. Na okay, die brauchen wir auch nicht. Gut. Jetzt habe ich gerade den Trank verbraucht, ne? Den holen wir uns mal wieder, den Trank. Ja. Und dort ist die Festung. Wo geht denn der Teleporter hin? Dann gehen wir lieber über die Festung rüber, oder? Beim Teleporter ist natürlich ein bisschen... Das sieht irgendwie zu friedlich aus hier. Ach, hier ist auch ein Teleporter, okay. Kommt man vielleicht nur über die Brücke rüber dann? Aber ne, wir können auch rüber reiten. Schon, aber hier scheint gar nichts los zu sein. Wo sind denn die ganzen Gegner? Das ist doch nicht normal, das hier, oder? Das ist doch nicht normal. Das riecht doch einfach nur nach einer Falle, oder? Da oben gibt es auch irgendwas. Nur von hier. Kann ich nur vom Gestein da oben runterspringen. Müssen wir gleich mal machen. Na, guck mal da. Ich dachte, hier ist irgendwas. Hier ist gar nichts. Na hier. Schmiedestein 6. Das war's aber auch. Okay. Kann ich da oben rüberkommen, mit dem Pferd schon wieder springen? Ich glaube schon, ne? Das war gar nicht so weit weg, ne? Oder so hoch? Ich meine, ich könnte auch darüber springen. Gucken wir mal. Ah,
Ist verdammt hoch, sehe ich gerade. Ne, da kommen wir nicht einfach. Aber können wir hier irgendwie runterjumpen? Ne, da geht es aber nur in die Hölle. Okay. Müssen wir irgendwie einen anderen Weg finden. Ah. Das geht auch so. Gut, wir müssen mal hochreiten. Schade, ich kann ihn auch mal zerstören. Okay. Das ist eine riesen Burg. Und hier soll ein Fest sein? Das sieht gar nicht so festlich aus hier, Leute. Was ist denn hier an der Seite? Hier geht's noch runter. Okay, kommt man da rein? Da ist auf jeden Fall ein Viech drin. Das wird's ja sein hier, ne? Komm, von der Seite irgendwo reinkommen. Fake Wand. Diesen Fußspur aus meine. Nein! Wow. Okay. Hm. Welchen Punkt ist denn das hier überhaupt, den ich habe? Unpassierbare große Brücke. Da komme ich nicht längs. Das wäre auch Quatsch, ne? Du musst doch schon einen richtigen Weg geben. Okay, also hier geht's nicht längs. Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Weg. Ich wüsste jetzt keinen anderen Weg. Ich sehe gerade keinen. Da runterspringen? Kann ich ja irgendwo darüber hüpfen? Vielleicht. Ah, guck mal. Hier links. Zumindest geht's hier hoch. Der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Aber wenn Gegner da sind, kann es nicht so verkehrt sein. Da oben noch eine Fledermaus. Die geht nicht runter. Komme ich nur per Schleichweg in die Burg rein? Anscheinend. Okay, hier müssen wir rüber jumpen. Machen wir am besten mit Pferd, ne? Hier sind ein paar Gegner, aber ich will mal gucken, dass wir nichts aufschrecken hier. Okay, da geht's oben rein in die Burg. Oh nein, nicht so ein Gifting.
Diese Giftviecher da, die habe ich gehasst. Könnt ihr euch an die andere Burg erinnern, wo wir waren? Die waren so ätzend, fand ich. Ich habe leider auch nichts, was ich gegen Gift machen kann gerade, ne? Ich habe, glaube ich, nichts. Leider gerade nichts. Flammender Schlag. Flammender Schlag. Ich hoffe, hier drin gibt es irgendein Feuer, wo wir uns entflammen können. Gucken wir mal. Oh, ich bin auch fast am Sterben schon. Nicht von dieser Seite zu öffnen. Wollt ihr mich verkackeiern? Okay, da ist noch eine Leiter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Schön, dass man zum Fest eingeladen wird, aber das ist einfach nur beschissene Voraussetzungen sind, um reinzukommen. Schloss Rotmine, das ist das richtige Schloss schon mal. Es gibt noch keinen. Einmal kurz alles abchecken hier, bevor wir irgendwas weitermachen. Wir können, glaube ich, nur hier links gehen. Och man, ich hasse das, wenn ich noch. Jetzt muss ich wieder den ganzen weiten Weg laufen, wenn ich muss, also theoretisch, wenn ich jetzt sterbe. Was sehr, sehr ätzend wäre. Ich warte noch ein bisschen mit dem Aufheilen, bis das abgeklungen ist, da das Gift. Was da gleich soweit ist. Dann heilen wir uns mal kurz. Kann ich Hunde benutzen hier? Ja. Keine unliebsamen Überraschungen. Na, das sind die Gegner, die wir von hier oben schon killen können. Lieber gleich wegmachen. Halt! Geh mal hoch. Ich stelle erstmal meine Waffe wieder ein. Jetzt habe ich das gleich wieder, dass ich. Und dann komme. Und gleich attackiert werde. Aber auch weg. Und die können wir jetzt aufmachen wahrscheinlich, ne? Gut. Viel mehr ist hier nicht drin.
Alter, das war knapp. Hätte ich mich geärgert, wenn ich jetzt hier gestorben wäre. Ganz ehrlich, hätte ich mich super geärgert. Die Tür kann ich gar nicht aufmachen. Warum nicht? Okay, die geht gar nicht auf. Geheimtür? Nein. Geheimweg? Verdammt! Okay, anderer Weg? Ist der Megatyp da hinten. Aber hier muss ich auch irgendwie reinkommen. Hä? Es muss doch hier einen Weg geben. Hier klingelt doch irgendwas. Aber das große Viech können wir vielleicht von da oben abschießen. Müssen uns nicht so viel Stress machen, oder? Wenn es nicht gleich zu uns hingejumpt kommt, müssen wir gleich mal ausprobieren. Ich geh nochmal hier rein, da habe ich hier irgendwas übersehen. Das ist nur die Tür, die rausführt zu dem... Genau. Okay. Na gut, da spart man sich ein bisschen Weg, aber auch nicht so viel. Wir machen es trotzdem nochmal hier. Hier ist die Marika-Statue. Ich glaube, man muss hier wirklich runterspringen. Worauf ich überhaupt keinen Bock habe. Was ich auch nicht machen werde. Jetzt mal von hier schießen. Echt schnell. Mist. Ich muss jetzt tatsächlich runterjumpen, ne? Finde ich uncool. Kann ich mal meine Hunde einsetzen, so ein Scheiß. Okay. Die muss ich ein bisschen anders angehen. Mal sehen, wie. Ja, nicht? Mal schauen. Ach, schade. Ich muss doch wieder ganz hier hinten anfangen. Was sind wir hier? Ich versuch mal das Ding zu benutzen hier. Okay, ich dachte, das gibt es nur auf die andere Seite, aber anscheinend geht es ganz woanders hin. Ach Quatsch, ich bin dann direkt hier. Direkt in Schloss Rotmähne. Okay, und da hinten ist so ein... Das holen wir schnell. Okay. Auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite sehr uncool. Jetzt müssen wir gucken, ob wir hier irgendwas finden, wo wir uns vielleicht hier drin noch irgendwas finden. Ich dachte, ich komme nur auf die andere Seite der... Na gut. Kann ich mal...
Ach, das ist die Tür von der anderen Seite jetzt, ne? Okay, aber unsere Sachen haben wir zumindest wieder geholt. Da ist doch was, was leuchtet. Das finde ich sehr gut. Das nehmen wir. Perfekt. Gut. Wo sind wir hier? Ach, da steht unser Blade. Seht ihr das? Dann reden wir noch mal mit ihm. Hallo, Blade. Ah, there you are. Took your sweet time. The players are all made up. I'm waiting for the curtain. Let's give them a show to remember, eh? Just don't you go dying on me. For Rani's sake, too. Into the fray together, eh? Let's see what you're made of. Ja, wo ist denn der Kampf? Oh. Jetzt gibt's einen Kampf, oder was? Champions! Welcome! The stars have aligned! The festival is nigh! Er redet da oben. General Radahn, mightiest! Are you good and prepared, young chum? The festival begins. Absolut bereit. Okay, das hätte ich vielleicht nicht... Allow me to paint you the full picture. Oh. General Radahn is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Okay, ist das unser nächster Boss oder was? Howling at the sky. But now, we must make merry. Oh, gathering of champions! The revels begin! The celebration! Guck mal gerade mal das an hier. Was ist hier oben? Das kann ich hier was einsammeln. Schmiedestein 6. Okay. Da geht's runter. Okay. Wenn man jetzt da hingeht. Diese Tür. Kann man die aufmachen? Gut, aber da hinten ist der. Dann geht da die Tür zum. Gelben. Oh, hier ist noch ein Raum. Das ist der Raum, der hier raus wird. Okay. Da hinten geht es zum Boss anscheinend. Kann ich nochmal mit ihm reden hier? You will find the field of battle past the church ahead, upon the shore under the fort. General Radahn is there, even now. Divested. Das ist doch ein ganz anderer Weg hier. Wer ist sie denn hier? Höfliche Verbeugung, okay. Wo geht's da hin? Ich kann dich gar nicht raus. Okay, dann muss es einen anderen Weg geben. Hinter der Kirche, das ist die Kirche wahrscheinlich da, ne? Okay, dann muss es der Fahrstuhl sein, wo wir gerade eben waren. Bin ich mal gespannt. Dann gehen wir mal runter.
Okay. Das geht aber tief runter. Okay, da ist die Marika-Statue. Okay, achso. Ja, vergesse ich auch jedes Mal wieder. Muss noch an einen anderen Ort reisen? Jetzt. Oh, jetzt geht's bestimmt direkt zum Boss, oder was? Oh, der ist gerade da hinten. Oh! Alter! Okay. Ich kann die alle herbeirufen hier. Das sind auch irgendwelche Kämpfer oder was? Oh, Mist. Okay. Ah, guck mal. Wie will ich da rankommen erstmal? Ach, guck mal, ich greife die an, okay. Alter, ist der riesig. Können wir reiten? Wir machen ihn ja platt. Oder wir besiegen ihn so ein bisschen. Achso, ich dachte, ich könnte hier neue Leute herbeirufen. Kann ich gar nicht. Okay. Gibt es noch mehr Leute, die ich aufrufen kann? Fuck! Okay, also die helfen einem da schon. Aber, boah, krass. Krass, krasser Typ. Huh. Okay. Oh, Mist.
Das eine ist schon tot. Kann ich den hier beleben? Okay. Warum sieht man, der denn herläuft hier? Machen leider nicht so viel Schaden wie gehofft. Die Schlachtfeld ist ja riesig, aber guck mal hier. Okay, die machen ja ganz gut platt, wenn ich gut auf Abstand halte, dann darf ja nichts passieren, die eigentlich, oder? Der macht aber auch fett Schaden, der Typ. Okay, muss man gucken, ob wir noch anders finden.
Die rennen auch immer gleich hin, ne? Das finde ich ziemlich cool. Dabei kenne ich dann immer, ob die bereit sind oder nicht. Das ist ja geil, ich muss gar nicht gegen ihn kämpfen. Da kommt gleich noch eine zweite Phase bestimmt, ne? Kaum rede ich davon. Da oben sind noch Gegner, die hole ich mir mal. Von dem, der auch noch trifft. Kommen da keine mehr? Gibt es ja keine mehr, die ich bekommen kann? Schade. Doch, da. Ach Gottchen. Keine Fernangriffe, sonst würde ich von Weitem selber angreifen, aber
hier scheint es ja ganz gut zu gehen mit denen. Castel Geren ist tot. Müssen wir mal abreiten hier. Hey, was passiert schon wieder? Oh. Wo sind unsere Leute wieder bekommen irgendwo her? Scheint aber nicht so. Doch, hier oben. Sehr gut. Oben noch eine Uhrwaschel. Alter Schwede. Das ist eigentlich ein Schisserkampf hier, ne? Der zieht sich auch echt lang. Gucken, ob ich hier herbeirufen kann. Weil die macht er ja schon wieder ganz schnell platt da. Komm schon, mach den platt. Da sind keine mehr, ne?
Ich hätte gedacht, dass ich noch irgendwelche herbeirufen kann, aber ich glaube, ich habe die zu oft herbeigerufen anscheinend. Ich muss den irgendwie angehen, glaube ich. Hat ja auch nicht mehr viel Leben, aber... Das war jetzt auch gar nicht so schwer, gebe ich zu. Aber ich glaube, wenn ich es mit den anderen nicht gemacht hätte, hätte ich es niemals geschafft. Nein, das hat er gemacht. Ich will den Boss nicht nochmal erneut rufen. Warum hat er das gemacht? Ich wollte doch eigentlich nur den... Oh, ich dachte schon. Was ist denn passiert? Ich wollte doch an mein Pferd rufen. Shit. Was steht denn da? Ach so. Na, ja, okay. Is shared by Radahn and you. And did you see that afterwards? A falling star right before our eyes. I can't fathom how Radahn was holding back something of that scale. He was a living legend if ever I saw one. And the path has now been cleared to Nokron, where Rani's fate will be decided. Nokron. Let's meet where the falling star bit the earth. We'll take up our souls once more for Mistress Rani. Ja, okay, ich habe wahrscheinlich die Zwischensequenz gerade eben weggedrückt. Und ich habe keine Ahnung, wo dieser Stern gelandet ist. Ich habe keine Ahnung. Verdammte Axt. Ich wollte eigentlich nur mein Pferd rufen. Ah, it was a battle marvelously fought. You are well and truly a champion, friend. I, on the other hand, am nothing but a crock. One hit was all it took to crack me. And for my insides to come spilling out. After that, I hid like a coward. And as such, I can hardly stand to face one such as you. As luck would have it, there's a veritable mountain of warriors' bodies right here. If I can just squeeze this bunch down inside me, I'll be a mighty warrior again in no time. And you know, the bodies found here are exceedingly fine. Who could expect any less from the very warriors who fought in the Shattering, the greatest of all wars? Just you wait and see, friend. I'll grow even stronger. Just you wait when next we meet. Okay. The bodies. Who could expect any less? Just you wait. Okay. Gut. Also er trifft uns da, wo der Stern runtergefallen ist. Ich habe keine Ahnung, wo der Stern runtergefallen ist. Noch mal reden. Let's meet with the fallen star and we'll go into battle again. Side by side. My only purpose is to fight for Rani's fate. Sword and the curtains rising. Okay. Dann rasten wir einmal. Und dann geht's hier raus, ne? Ja. Okay, dann müssen wir mal gucken, wo das sein kann. Oh, ist schon wieder eine ewig lange Folge hier, ne? Naja. Ja. Vielleicht kann man die auf der Karte erkennen.
Wow, wir haben auf jeden Fall richtig viele Punkte bekommen. Dann können wir auch mal aufsteigen. Zack. Gut, gucken wir auf die Karte. Es hat sich hier irgendwas verändert, wo ein Stern hingefallen sein kann. Zeigen die das ja hier auf der Karte irgendwie. Sieht alles gleich aus. Kann ich was erkennen hier? Hier vielleicht irgendwo? Ist er hier runtergeknallt? Ist bei ihm um die Insel rum? Ja, das ist da, wo wir gekämpft haben. Okay. Ich kenne nichts. Hier vielleicht? Sieht so ein bisschen glühend aus. Nee. Oder doch? Könnte das sein? Nee, ne? Nun gut, wir gucken beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss.